Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ich möchte heute spontan ein Video machen für euch, weil nach dem letzten Video auf meinem Kanal habe ich so viele Anrufe und so viele Nachrichten bekommen, ob ich so einen Hasen nochmal häkeln könnte oder einmal nur zeigen, wie man solche Ohren macht, ne? Glück ist, dass ich so einen Hasen in Bestellung bekommen habe und ich habe mir gedacht, ich versuche ein Video zu machen, so kurz wie möglich, aber vielleicht auch nicht kurz. Ich weiß es nicht, wie das klappt. Aber auf jeden Fall, ich zeige euch nicht nur die Ohren, sondern zeige ich auch den ganzen Hasen. So einen Hasen habe ich schon mal auf meinem Kanal. Ne? Ich glaube, ich habe das schon mehrmals. Ich habe einen Hasen, der so aussieht, aber in lila Hosen an. Der heißt auch, glaube ich, ein Hase, der Hose anhat. Und dann habe ich auf Russisch so hier Hasen als Pärchen, aber auf Deutsch habe ich so einen nicht gemacht. Deswegen zeige ich das jetzt euch, wie man so einen Hasen häkelt, aber der wird ganz nackig sein. Das heißt, der wird keine Hosen anhaben, der wird keine Schuhe, gar nichts. Der wird einfach nur blau-grau sein, mit blauen Augen und mit stehenden Ohren. Die Anleitung, die stammt von Julia Dineger, aber ich habe wirklich in dieser Anleitung jetzt nach ungefähr 6 oder 7 Jahren so viel verändert. Ich habe auch diesen Hasen jetzt ein bisschen größer gemacht. Ich habe am Kopf ein bisschen was verändert, an Körper, an Beinen, dass er von sich aus viel größer ist als das, was ich rausgestellt habe vor 2 Jahren. Na, deswegen, wenn jemand Lust hat, kann das mithacken einmal. Wenn jemand keine Lust hat, ich fange mit den Ohren an, damit ihr dann einfach nur wisst, wie man diese Ohren häkelt. Und das war's. Das ist jedem ist überlassen. Aber weil ich diese Möglichkeit habe, nutze ich das aus. Na, ich werde jetzt so einen Hasen häkeln, aber stellt mal vor, der ist nicht angezogen, sondern total in, so total in weiß. Der wird aber bei mir blau-grau sein. Und zwar, achso, das wollte ich nochmal sagen. Das ist dasselbe Hase, aber nur hängende Langohren. Und so einer ist mit kürzeren, aber stehenden Ohren. Der Unterschied ist nur wirklich in der Größe. Das heißt, ich habe dieses Teil bis dahin gehäkelt, bis ich 14 Festmaschen hatte. Dann zusammengelegt, zusammengehäkelt und dann zusammengelegt und angenäht. Ich hoffe, das habt ihr auf mich verstanden. Ja, aber ich zeige das euch alles, ne? Gut, dann fangen wir an. Wir fangen mit den Ohren an und dann weiter mit den Füßen und so, wie ich das mache jetzt. Ich würde das wirklich ausnutzen. Ich würde das nochmal machen, weil der sieht anders aus, der sieht größer aus und der sieht proportioneller heißt es aus. Das heißt, dass er von Beinen und Armen total proportional schöner aussieht. Irgendwie, das ist jetzt, wie spät es ist? Das ist jetzt bei uns 8:30 Uhr, morgen früh. Alle Kinder sind weg, alle in der Schule, im Kindergarten und ich dachte, ich nutze das aus, solange ich noch Zeit habe. Und zwar, ich nehme Himalaya. Dolphin Baby, die Nummer ist 80344. Das ist diese Farbe. Das ist nicht so wie hellgrau in der, ich glaube, Nummer 26. Das ist das nicht, sondern das ist so blaugrau, aber ist auch total hübsche Farbe. Das ist mehr in der Richtung grau, aber mit blauen Tönen noch da drin. Ich glaube, ich nehme blaue Augen in Größe Nummer 16 mm, solche Glitzeraugen. Na, ich zeige euch auch, wie ich die reinsetze. Ich wollte auch euch sagen, ich habe einen kleinen Online-Shop. Da ist noch nicht alles drin. Momentan komme ich nicht dazu, da alles zu einzufügen, ne? Sondern das Wichtigste ist da drin, das, was ich hier mache, das ist die Wolle, die Augen, die richtig jetzt gebraucht werden. Und ich weiß nicht warum, aber YouTube blockt das momentan, meinen Link von diesem Shop, weil da sind noch ein paar Einstellungen, die bearbeitet werden müssen wegen Spam und so. Und das kommt noch alles ganz easy raus. Ne? Wenn jemand
da was braucht, einfach nur amigurumishop.net eingeben, dann kommt ihr auf mich raus. Das wird nur einfach alles noch bearbeitet, ne? Aber es funktioniert einwandfrei und da könnt ihr auch Wolle kaufen und die Augen. Und da werde ich auch die Zangen rausstellen. Die Zangen, womit man diese Augen befestigen kann, das werde ich in diesem Video hier auch zeigen. Davon habe ich nicht viel, aber derjenige, der das schafft, kriegt ihr auch hin. Derjenige, ich reserviere aber nichts. Bitte nicht privat mich anschreiben, dass ich das und das zur Seite legen soll. Ich antworte momentan ganz wenig, weil ich wirklich nicht Zeit dafür habe. Wir fangen mit den Ohren an. Dafür machen wir Amigurumi Ring und ich häkle da 6 Maschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir verdoppeln jede Masche. Eins, zwei. So, ich mache das, wie ich das immer mache, weil sonst ziehe ich die ganze Zeit jetzt. Zwei, drei, vier. 5, 6. So, ich setze hier den Marker. Diesen Hasen habe ich jetzt wirklich so oft geändert, dass ich diesen ganzen Maschenzahl nicht im Kopf habe. Ich habe das wirklich nur im Kopf, wo ich das in der Arbeit, wo ich das häkle, weiß ich, dass so und so viele Maschen werden gehäkelt, aber diese Endzahl an Maschen habe ich nicht. Um euch das zu zeigen, muss ich jede Masche jedes Mal nachzählen. Ne? Weil jedes sagt mir, sag mal bitte Maschenanzahl am Ende. Bei manchen Werken kann ich das nicht, weil ich das wirklich im Laufe der Arbeit irgendwie im Kopf ändere. Die nächste Reihe. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln und das die ganze Reihe so. Eine feste, einmal verdoppeln. So. Jetzt kommt noch eine Reihe. Diese Marker setzen wir wieder nach oben. Die nächste Reihe, zwei Festmaschen, einmal verdoppeln. Eins, zwei und verdoppeln. Und so die ganze Reihe. Ich habe wirklich noch nie so einen nackigen Hasen gehäkelt. Und da hat mich einer angefragt, ob ich so einen häkeln könnte, laut meinem letzten Video mit meinen ganzen Plüschtieren da auf der Sofa. Das ist das, was ich zu Hause einfach nur vorrätig noch hatte und dachte ich mir, ich zeige mal einfach, was ich habe. Und da hat einer gesehen und sagte, ich möchte genau so einen wie diesen blauen, nur der muss nackig sein. Der muss einfach nur grau oder blau sein, ne? Mit blauen Augen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das passt ganz gut. Dann nutze ich das einfach aus und zeige ich das euch, weil es ist wirklich so, dass ich das auf Russisch habe, aber auf Deutsch nicht. Aber das ist wirklich alles dasselbe, nur halt, dass die Ohren da kürzer sind und stehen. Aber naja, ich zeige euch trotzdem nochmal. Das schadet nicht mir und auch nicht euch. So, wir haben jetzt das gehäkelt und wir machen jetzt einfach zwei Reihen unverändert. Ne? So, ich zähle jetzt, wie viele ich Maschen habe, aber das ist logisch, wenn ihr jede Reihe zunimmt, je 6 Maschen, dann wisst ihr auch Bescheid, wie viele da drin sind. Ne? Aber ich zähle das trotzdem. Jetzt nach diesem Verdoppeln haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 Maschen. Was ist das denn hier? Gefällt mir gar nicht. Habe ich zu locker gezogen oder was? So, noch eine Reihe. Unverändert. 24 Maschen. Ich habe gestern schon ein paar Teile vorgehäkelt. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. So, dann sind das die Ohren. So, wir haben jetzt diese zwei Reihen gemacht. Da, wo Marker ist, ne, da wo Marker ist, hier. Wir werden jetzt sozusagen das so legen und an beiden Seiten je zweite Reihe abnehmen. Hier und hier. Bis wir 14 Festmaschen haben. Wir haben jetzt 24. Das heißt, zwei Reihen haben wir gehäkelt. Ich nehme jetzt einfach hier ab. Und dann werde ich bis zur anderen Seite häkeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Maschen da sind. Ich mache das wirklich nur so, wenn ich das angucke. Ich rechne da nicht. Zum Beispiel 24 hier abgenommen, dann so viele Maschen. Aber ich werde euch zeigen. Ich lege das einfach so halbiert zusammen. Hier habe ich abgenommen und dann häkel ich bis dahin und nehme hier ab. Das muss nicht perfekt nach Maschenzahl sein. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das ausrechnen. Ich mache das nicht. Deswegen, ich sage es so, wie ich das mache. Ich habe hier abgenommen, lege das zusammen, häkele bis dahin. Das mache ich nur einmal. Und dann sehe ich diese ganzen Abnahmen. Und dann nehme ich jetzt hier ab. So, jetzt habe ich von beiden Seiten Abnahmen. Und dann könnt ihr das auch sehen, wo die Abnahmen sind. Die sind zu sehen. Jetzt häkele ich wieder bis zu Anfang der Reihe. So, seht ihr das? Das ist die Abnahme, die ich gemacht habe. Und dann häkele ich eine Reihe einfach so unverändert, bis ich wieder hier ankomme. Den Marker nach oben da setzen, da wo ihr die erste Masche abgenommen habt. Dann wisst ihr Bescheid. Ich sehe nach Maschen. Ich muss das nicht haben. Maschenzahl könnt ihr automatisch dann berechnen. Ihr habt 24, 2 habt ihr abgenommen, habt ihr jetzt 22. Ne? Da glaubt, da muss ich auch nicht unbedingt das sagen, weil wenn man rechnen kann, zwei Maschen sind weg, dann sind das 22 Maschen. So. Ich bin jetzt wieder hier vorne. Da sieht man, das ist die Abnahme, das ist die Reihe einfach so. Jetzt nehmen wir hier oben und oben, wie heißt das? Nicht unter der Masche ist klar, ober, oben über der Masche, über. Meine Güte, das ist mir wirklich peinlich. Nach 23, seit 97 bin ich hier, ab und zu mal kann ich wirklich das nicht. Aber es liegt nicht an mir, es liegt an der Luft. So, und zwar über der Masche. Diese Reihe über der Masche, die nächste Reihe nehmen wir wieder ab. Dass die alle eine übereinander sind. So, ja, yeah, mein Gott, ist das peinlich. Nein, das ist wirklich so, dass ich rede mehr zu Hause auf Russisch als auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch, meine Kinder reden alle auf Deutsch, aber ich rede immer auf Russisch. Ich möchte, dass meine Kinder Russisch noch können.
Deswegen, ich glaube, das liegt daran. Die nächste, ne? Wir haben jetzt hier an diese Seite abgenommen und wir kommen immer wieder dann an diesen Ecken. Da haben wir abgenommen, eine Reihe unverändert gehäkelt. Jetzt nehmen wir hier wieder ab. Über diese Masche. Hey, geht doch. Aber es ist wirklich so, egal wie du zu Hause auf Russisch redest, die Kinder gucken mich blöd an und dann verstehe ich auch, dass sie manches nicht verstehen. Dann muss ich mit meinem gebrochenen Deutsch die einmal ansprechen und dann läuft's. So, dann häkeln wir eine Reihe wieder unverändert, ne? Das heißt, wir häkeln eine Reihe mit Abnahmen und dann eine Reihe unverändert. Und so lange, bis wir 14 Festmaschen haben. So, da war die Abnahme. Wir häkeln diese Reihe noch einmal durch, bis wir vorne da wieder am Anfang der Reihe ankommen. So, da sind wir wieder. Da waren die Abnahmen, ne? Eine, zwei. Die Reihe haben wir gehäkelt. Jetzt nehmen wir wieder hier eine ab. Das heißt, dass wir immer wieder an beiden Seiten nur abnehmen. Und das wird immer wieder schmaler und schmaler. Und so muss das aussehen. Ja? Wir nehmen so lange so ab, bis wir 14 Festmaschen haben. Wir legen das zusammen und häkeln das an beiden Seiten. Ja? Gut, das machen wir dann bis zum Schluss. Und wenn wir das aber annähen, wir legen die bitte so zusammen und wir nähen diese Seite fest. So, wenn wir das zusammengenäht haben und dann an Kopf das anbringen. Mein Gott. Sorry. Die stehen von alleine. Die stehen so fest von alleine wie Hörner. So. Mensch, ihr müsst es einfach nur so verstehen. Stellt mal vor, ihr landet alle auf irgendwo in Russland oder so. Und dann müsst ihr auf Russisch sprechen. Das würde ich ganz gerne von meinen deutschen Freunden einmal hören, wie die denn auf Russisch schnacken. Da würde ich mich totlachen. Aber naja, mir ist das ab und zu auch peinlich, weil ich wirklich schon sehr lange in Deutschland bin und ab und zu mache ich solche grammatische Fehler, dass ich kann einfach nichts dafür. Das liegt nicht an mir, das liegt an der Luft. An meine Laune. Ab und zu kann ich schnacken, da geht mein Mund nie zu. Aber naja, heute habe ich ganz gute Laune. Morgen ist Valentinstag, ne? Ich kaufe mir selber Blumen. So. Wir häkeln jetzt diese Reihe unverändert und ich bin jetzt wieder am Anfang der Reihe angekommen, ne? Und da sieht man, dass wir eine Reihe unverändert gehäkelt haben und dann nehme ich hier wieder ab. Und ihr zählt bitte die Maschen. 14 Festmaschen musst du sein. Wolltet ihr das nicht alleine machen? Habe ich doch gesagt, oder nicht? Dann wird das Video wieder so richtig lang sein. Macht ihr das selber bis zum Schluss? Weil es wird nachher so lange bearbeitet, bis das rausgeht ins YouTube. Also wisst ihr, was ich noch probieren möchte? Ich möchte hier Livestreaming probieren. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe gesehen, ein paar meiner guten Bekannten, die machen sowas. Und das fand ich total toll. Das werde ich auch mal einen Tag aussuchen, wo keiner zu Hause ist und schalte mich online. Das finde ich. Das finde ich geil, dann kann ich mit euch schnacken ohne Ende. Aber da muss ich auf zwei Sprachen schnacken, ne? Ich will ja nicht Livestreaming auf zwei Sprachen machen, das ist ein bisschen zu doof für mich. Natürlich ist es lockerer und praktischer, das auf Russisch zu machen. Aber diejenigen, die mir Fragen stellen, werde ich dann auch auf diese Sprache antworten. Aber ich probiere das aus, das fand ich toll. So,
man kann das auch einplanen, ne, wenn man online rausgeht, aber ich kann das bei mir nicht einplanen. Bei mir, ich habe 5 Freitage in der Woche. Es ändert sich ständig irgendwas. Deswegen. So, ich muss mal gucken jetzt und die Maschen zählen. Ich häkle einfach so, aber ich zähle die Maschen nicht. So habe ich abgenommen jetzt. Ja, ich brauche noch ein bisschen, ja. Das heißt, wir nehmen das auch so ab, so weiter. Jede zweite Reihe wird hier an der Seite abgenommen, bis wir 14 Maschen haben. Und dann legen wir das zusammen und häkeln das an beiden Seiten. Und dann sind die Ohren fertig. Und dann machen wir solche süße Füßchen. Wir haben ja hier mit anderer Farbe gehäkelt. Dann haben wir noch so einen Umschlag hier gemacht. Aber dies machen wir nicht. Das ist viel einfacher und lockerer. Und dann häkeln wir diese Teile und dann kommt der Hase nachher. Der wird geboren. Am Valentinstag? Nein, nicht am Valentinstag. Ein Tag davor. Bis dann. So, ich habe jetzt diese Ohren gehäkelt. So sehen die aus. Die sind wirklich, die anderen Ohren von den Hasen, die ich schon gemacht habe, die sind so lang. Die werden noch abgenommen, 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 bis sie wirklich ganz dünn sind und dann zusammengehäkelt am Kopf. Und das wird nachher zusammengelegt. So. So. Und zusammen. So angenäht. Die stehen wirklich von alleine. Da ist nichts drin. Wie manche gefragt haben, ob da Draht drin ist oder sonst noch was. Nein, ist nichts. So, wir häkeln dann weiter diesen Arm. Das wird genauso gehäkelt wie in den anderen Hasen, den ich schon mal habe. Amigurumi-Ring mit 4 Maschen. 1, 2, 3, 4. Und dann verdoppele ich das bis 8 Maschen. Jede Masche einfach verdoppeln. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt häkeln wir einfach nur nach oben die benötigte Länge. Na? Jeder kann die Länge aussuchen. Da können längere Arme sein, da können kürzere, wie ihr wollt. Ich habe jetzt immer nur 9 Reihen gehäkelt. Für mich ist das eine perfekte Länge für diesen Hasen. Na, das heißt, wir häkeln jetzt 9 Reihen unverändert nach oben. Dann legen wir das zusammen und häkeln wir das an beiden Seiten genauso. Die Arme werden nicht mit Watte aufgefüllt. Einfach so gehäkelt und zusammengelegt. Und dann beiden Seiten gehäkelt. Die müssen flexibel so weich sein, nicht vom Körper abstehen. So, das machen wir auch selber. Das heißt, ich habe hier, ich zähle immer da eine Reihe, zweite, 2, 4, 6, 8, 9. Die 10. Reihe, wo wir das zusammenlegen und die ist perfekt. So, das machen wir jetzt selber. So, ich habe jetzt meine Arme schon mal fertig und wir häkeln jetzt weiter diesen Bein. Dafür 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In die zweite 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Dann 2 Festmaschen. 1, 2. In die letzte 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Wir drehen die Arbeit und häkeln irgendwo hier 2 Festmaschen verteilt, ne? 1 und hier irgendwo 2.
Hier bitte den Marker setzen. Das ist jetzt hier Anfang der Reihe. Und wir häkeln 3 mal verdoppeln. 1, 2, 3. Dann 2 festmaschen. 1, 2. Nochmal 3 mal verdoppeln. 1, 2. 1, 2 und nochmal 1, 2 und 2 festmaschen. 1, 2. Hier haben wir Anfang der Reihe, ne? Ich setze das jetzt für euch, damit ihr das seht. Wie viele Maschen ich jetzt habe, aus dem Kopf weiß ich nicht. Ich muss rechnen oder zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Festmaschen. Nächste Reihe. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln. 2 Festmaschen, dann einmal feste, einmal verdoppeln, einmal feste, einmal verdoppeln, eine feste und einmal verdoppeln und noch 2 Festmaschen. 1, 2. So. Jetzt häkeln wir einfach so 2 Reihen unverändert. Ne? Wir haben hier 3 Maschen zugenommen und hier 3 Maschen, 6 Maschen. Davor hatten wir wie viel? 16? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Festmaschen. 24 Festmaschen, 2 Reihen. Unverändert. So, ich habe jetzt 2 Reihen gehäkelt und wir machen jetzt weiter. Und zwar, wir fangen hier sofort mit Abnahmen an. Wir nehmen jetzt 3 mal ab. 1, 2, 3. Dann 2 Festmaschen. 1, 2. Jetzt eine Festmasche, eine Abnahme. Nochmal eine Festmasche, eine Abnahme und nochmal eine Festmasche, eine Abnahme. Dann 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Nächste Reihe. 2 Abnahmen. 1, 2, 2 Festmaschen, 1, 2, eine Festmasche, eine Abnahme. Und das nochmal, eine Festmasche, eine Abnahme. So, und dann füllen wir das mit Watte auf und wir häkeln jetzt, ich muss mal jetzt aus dem Kopf rechnen, dann kommt 9., 10., 11., 12., 9., 10., 11., 12., 13., 5 Reihen unverändert. Wir häkeln jetzt 5 Reihen unverändert und dann machen wir 2 Reihen mit Abnahmen. Ja? Das heißt, wir füllen jetzt mit Watte auf und häkeln 5 Reihen unverändert. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12 Festmaschen. 12 Festmaschen, 5 Reihen nach oben bitte. So, ich habe jetzt diese 5 Reihen gehäkelt. Kann man das ganz gut sehen, weil ich habe hier vom Fenster so ein Licht. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier. So, 5 Reihen nach oben gemacht und jetzt häkeln wir. Wir nehmen jetzt 2 mal da, wo Knie ist, ab. Da. Eine Abnahme,
dann eine Reihe und dann noch eine Abnahme, dann wieder eine Reihe und dann zusammengehäkelt. Und diesen Abnahmen haben wir nur vorne. Ich zähle auch nicht Maschen, wie viele ich Maschen hier häkeln soll, damit ich hier abnehmen soll. Nein, ich gucke einfach auf dem Bein und nehme hier einfach vorne ab, da wo Knie sein sollte. So, das heißt, wir legen das so zusammen und häkeln wir bis dahin und hier diese vordere nehmen wir ab. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 und dann nehme ich hier vorne ab und gehe wieder nach hinten. 2, 3, 4, 5. Dann häkeln wir eine Reihe unverändert. So, und die nächste Reihe nehmen wir wieder ab. Wir gehen wieder nach vorne und wir gucken jetzt da, wo wir eine Abnahme gemacht haben. Genau über diese Abnahme machen wir noch eine Abnahme. Da ist die Abnahme. Man sieht das an Maschen, dass sie so zusammen, so wie ein Dreieck. Oben hier nehmen wir diese und diese Masche ab. Dann ist das über. Zack, weg ist sie. Und dann häkeln wir bis zum Schluss. So, und jetzt häkeln wir eine Reihe unverändert. So, ich muss gucken, aufpassen bitte. Ich habe jetzt bis dahin gefüllt, ne? Hier muss eine Watte noch rein. So, dann häkeln wir diese Reihe bis zum Schluss. So, bis wir an der Ferse sind. Dann ganz genau gucken, wir legen das zusammen, dass es genau auch aussieht. Und dann häkeln wir das fest an beiden Seiten. Diese Spitze immer bitte mit häkeln. Man denkt, es ist zum Schluss. Nein, würde ich noch eine hier an der Ecke mitnehmen. Sonst hängt das so komisch. Mache ich immer fest noch und immer festziehen. So, jetzt haben wir unsere Beine, unsere Arme und die Ohren. Das geht ja aber fix, du. Jetzt häkeln wir weiter den Körper. Ich glaube, ich bin in einer Stunde fertig. Aber ich häkele die wirklich schon seit vielleicht 8 Jahren, diesen Hasen. Ich liebe diesen Hasen. Diese Hasen haben mein Leben verändert, muss ich ehrlich sagen. Total. Aber dank auch euch, ne? Durch die ganzen deutschen Freunde übers Facebook. Da, es ist wirklich so, dass dank euch habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet. Muss ich ehrlich sagen. Danke, ne? Da wolltet ihr so gerne eine Übersetzung haben. Ich habe den Auto gefragt und sie hat gesagt, ja, mach mal. Und ich wusste gar nicht, wohin mit den Hasen. Und dann, ich habe mit so einem Erfolg gar nicht gerechnet, dass so viele angeschaut haben. Ja, ich freue mich riesig. Ich habe schon 50.000. Ihr dürft mich nicht sehen. Ich bin jetzt hier fast am Heulen. Ja, ich bin stolz. Ich bin stolz auf mich. Und auf euch. Das ist alles dank euch. Dankeschön. So, jetzt aber Hasenhäkeln. Und zwar Amigurumi-Ring. Wir machen jetzt Körper. Und wir häkeln 6 Festmaschen. 1. 2, 3, 4,
5, 6. Wir ziehen das fest und wir verdoppeln jetzt jede Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Marker setzen. Nächste Reihe. Eine Festmasche einmal verdoppeln. Eine feste einmal verdoppeln. Und so weiter, bis wir die Reihe gemacht haben. Eine feste einmal verdoppeln. So, achso, da ist noch eine feste und einmal verdoppeln. Die nächste Reihe, zwei feste Maschen, einmal verdoppeln. Und so die ganze Reihe, zwei fest, einmal verdoppeln. Zwei fest. Einmal verdoppeln. Ich mache das ein bisschen schneller, ne? Weil das ist ja klar, was das zwei feste und einmal verdoppeln. Ich möchte mein Video nicht stoppen, weil sonst, ich kann das leider keine Pause setzen. Muss ich dann Schnitte alle zusammenfügen und das finde ich nie so schön. So, die nächste Reihe machen wir drei Festmaschen. 1, 2, 3 und einmal verdoppeln. So, meine Lieben, so machen wir weiter. Drei Festmaschen verdoppeln und so 6-mal, ne, bis wir hier wieder ankommen. Und die nächste Reihe, die letzte, 4 Festmaschen einmal verdoppeln. Okay? Und dann das die ganze Reihe dann durch und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt das gemacht und ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 36 Festmaschen. Wir haben jetzt mit den Verdoppeln beendet. Und von hier aus, ne, das ist die Reihe, ne, da kommt die neue Reihe, fangen wir mit die Beine da rein zu häkeln. Und zwar, ich nehme immer diese, die hängt hier. Würde ich euch auch empfehlen. Und die erste Masche. Zack. Und die wird hier reingehäkelt. Eins. Zwei. Mein Bauch streikt. Oder mein Magen. Mein Darm. Ich habe noch nicht gefrühstückt heute. So, wir häkeln einfach alle Maschen. Ein Körper. So, dann, wir häkeln, wir haben jetzt, guck mal, ihr könnt das sehen, das wird so wie in Ecken aufgeteilt, ne? Ich mache das immer so, dass diese Maschen, die werden genau in diesen Teil reingehäkelt, ne? So wie diesen Ecken aufgeteilt sind. Ein Bein wird hier in diesen Ecken reingehäkelt, dann häkele ich diese Seite und dann diese Seite. Und da, wo ich hier zugenommen habe, hier fängt wieder neun Bein ein an, ja, aber ich kann euch jetzt auch sagen, wie viele Maschen das sind, aber ich richte mich immer nach diesen Ecken und dann kommt in diese Ecke jetzt den anderen Bein, dann ist es immer symmetrisch. Ich muss jetzt was essen, sonst kriege ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Das sind 12 Festmaschen. Und da bin ich gerade da jetzt, wo ich diese Zunahme gemacht habe. Hier legen wir den anderen Bein an.
So. Und dann werden wir das reinhacken. So, den Faden lege ich oben auf die Arbeit und häkele das mit. Ich würde nie abreißen, sonst geht das alles auseinander. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und diese letzte, mit diese, die hängt hier. Fünf. Und dann häkle ich weiter bis nach hinten. Und wir können jetzt Anfang der Reihe hinten am Po haben. Wir können hier einfach stehen bleiben. Ihr könnt auch bis zum Schluss häkeln, weil wir hier nichts mehr reinhäkeln werden. Das heißt, keine anderen Farben kommen mehr rein. Deswegen, wir können auch hier Anfang der Reihe lassen, so wie es war, oder wie es euch bequem ist, hier hinten bleiben. Das ist hier vorne. Ne? Und das ist hinten. So, jetzt häkeln wir vier Reihen unverändert nach oben. Vier Reihen unverändert nach oben. Und wir haben 36 Festmaschen gehabt, ne? So wie gezählt, da haben wir nichts abgenommen. So. So, ich habe jetzt diese vier Reihen gehäkelt und jetzt machen wir Abnahmen. Wir machen jetzt zwei Reihen Abnahmen, aber in jede dritte Reihe. Das heißt, wir machen jetzt vier Festmaschen. Eins, zwei, drei, vier und eine Abnahme. Abnahme am Bauch, wenn ihr alles in einem Ton häkelt, würde ich so verdeckten Abnahmen machen, damit man das nicht so wie hier auf den Füßen sehen kann. Ich finde das auf den Füßen gar nicht oder auf den Beinen gar nicht mal so schlimm. Mich stört das nicht, aber wenn ich sowas am Bauch sehe, das sieht nicht gut aus. Das heißt, vier Festmaschen und eine Abnahme. Die Abnahmen an die vordere Maschen einfach so abnehmen, dann sieht man das nicht. Und so weiter. Eins, zwei, drei, vier und Abnahme. Dies zwar ein bisschen schwieriger zu machen, aber desto schöner sieht das aus. Drei und vier. Und Abnahme. Eins, zwei, drei, vier. Abnahme. Eins, zwei, drei, vier. Abnahme. Bis Ende der Reihe, ne? Vier und Abnahme. So. Jetzt häkeln wir drei Reihen unverändert nach oben. Wir häkeln jetzt drei Reihen unverändert nach oben und dann häkeln wir wieder eine Reihe mit Abnahmen, drei Festmaschen, Abnahme und das die ganze Reihe. Wenn wir das gemacht haben, dann häkeln wir wieder drei Reihen nach oben. Okay? Diese Reihen können wir selber machen. Ich wiederhole. Wir häkeln jetzt nach diesen Maschenabnahme drei Reihen nach oben, dann noch eine Reihe mit Abnahmen, das heißt drei Festmaschen Abnahme und das sechsmal und dann wieder drei Reihen nach oben. Ja? So, ich habe jetzt diese drei Reihen und die Abnahmen davor gemacht. Jetzt machen wir noch, wir füllen bitte das mit Watte auf, ne? Ich musste ein bisschen Fenster zumachen, weil die Sonne scheint wie noch nie. Das ist zum ersten Mal, dass ich von der Sonne mich schütze, weil sieht man das nachher in der Kamera nicht. So, was wir jetzt machen, wir machen jetzt die letzte Reihe mit Abnahmen und zwar 1, 2 und Abnahme. 2 Maschen und Abnahme. Und das 6 Mal. 1, 2, Abnahme.
Eins, zwei. Abnahme. Wir machen das bis Ende. So, jetzt werden wir die Arme reinhäkeln. Und zwar, ich habe hier auch keine feste Maschenzahl, wie viel ich jetzt durchhäkeln soll und dann die Arme anlegen. Ich mache das auch so. Ich gucke das mir einfach nur an. Die Arme müssen symmetrisch den Bein nach unten so gelegt werden. Na? Wir legen die einfach so an und dann häkeln wir das fest. So, das heißt, ich würde jetzt hier noch 1, 2, ich würde zwei Maschen noch häkeln, wenn ich von hinten jetzt hier stehe. 1, 2, dann lege ich den Arm an, so. Ja, ich nehme diese letzte. Die. Eins, zwei, drei und die vier. Sollte symmetrisch sein. Ich guck mal, ob das gerade ist. Und dann häkele ich. Ja, das ist alles gut. Ich würde so lassen. Dann eins habe ich schon. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, dann werde ich den anderen Arm anlegen. Wenn es nicht geht, muss man verschieben. Ich würde noch eine, die sechste Masche. Und dann lege ich den Arm an. Zusammenhäkeln. Und das hier bitte mit weiterhäkeln. So. So sieht es aus. Wir füllen jetzt mit Watte auf. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann wird der Bauch ein bisschen kürzer, aber ein bisschen dicker. Das mag ich so gerne an diesem Plüschtieren. Das muss dicker sein. So, das wird hier kein Dreieck sein. Das wird auch abgerundet sein. Das geht. Und dann häkeln wir zwei Reihen unverändert nach oben. Ja, wir häkeln zwei Reihen unverändert nach oben. Wir haben hier 18 Festmaschen. Und dann, wenn wir diese zwei Reihen gemacht haben, verdoppeln wir 18 Festmaschen auf 36. Das heißt, wir werden in jede Masche zwei Maschen raushäkeln. Wir verdoppeln jede Masche. Ne? Wenn wir jetzt hier 18 haben, jede Masche verdoppeln wir, dann haben wir 36 Festmaschen. Und häkeln sieben Reihen nach oben unverändert. Schwierig? Ich glaube, ich muss das nicht zeigen, ne? Weil wir haben schon alle so viele Hasen gehäkelt. Ich hatte davor nur 5 Reihen, aber wir machen 7 Reihen, bitte. Das heißt, ich wiederhole, wir haben 18 Festmaschen, die Arme haben wir reingehäkelt, dann häkeln wir 2 Reihen nach oben,
Dann verdoppeln wir 18 Festmaschen auf 36 und häkeln 7 Reihen nach oben. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt das gemacht. Ich habe jetzt mit Watte aufgefüllt. So sieht es von hinten, das ist von vorne. Wir machen noch ein kleines Schwänzchen nachher. So sieht der Kopf aus. 7 Reihen habe ich gehäkelt und ich bin jetzt hier vorne. Ach so, ich muss noch bis zum Schluss häkeln. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und dann machen wir Abnahmen. So, ich gehe jetzt nach hinten. Und wir fangen jetzt mit Abnahmen an, und zwar 4 Festmaschen und Abnahme. Und das 6-mal. 1, 2, 3, 4 und Abnahme. Abnahme so auch verdeckt, ne? Damit das am Gesicht nicht sieht. 1, 2, 3, 4 und Abnahme. So, wir machen bitte so die ganze Reihe. 4 Festmaschen, Abnahme, das 6-mal. Und dann machen wir noch eine Reihe. 3 Festmaschen, Abnahme und das 6-mal. Ne? Wenn wir das gemacht haben, setzen wir die Augen rein. So, ich habe jetzt diesen 2 Reihen gehäkelt, Abnahmen gemacht und nach dieser Reihe wird einfach nur eine Reihe unverändert gehäkelt. Ne? Wir haben jetzt, ich weiß jetzt nicht wie viele Maschen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So, das heißt, wenn wir jetzt die Augen reingesetzt haben, die Nase, dann wird jetzt eine Reihe einfach so 24 Festmaschen gehäkelt, damit der Kopf so ein bisschen birnenförmig bekommt. Und dann machen wir einfach dicht. Ne? Dann machen wir 2 Festmaschen Abnahme 6-mal und dann eine Festmasche Abnahme 6-mal und dann ist das zu. So. Wir machen jetzt einmal die Augen reinsetzen. Und zwar, was ich euch gerne zeigen wollte, ich würde diese Augen benutzen, die blauen. Die sind 16 mm und die haben so eine Befestigung. Und diese Befestigung, manche haben bei mir diesen Augen gekauft und dann haben sie sich auch beschwert, ich kriege die Augen nicht zu, das geht nicht. Das geht auch nicht, weil mit der Hand kriegst du das gar nicht hin. Als ich diese Zange nicht hatte, die extra dafür geeignet sind, musste ich immer mit einer kleinen Schere diesen Loch ganz bisschen größer machen und dann mit der Gewalt sozusagen selbst die Augenkappen reinsetzen. Dann ging es. Oder ich habe immer meinen Mann gebeten, dass er das macht, aber er konnte das auch nicht hinkriegen, weil das ist ja wirklich für die Zange geeignet und nicht für die Hände. Das kriegen wir gar nicht hin. So, und ich habe jetzt so eine Zange entdeckt, die ist extra dafür da. Die werde ich in meinem Shop haben. Da habe ich aber nicht viele davon. Da werde ich rausstellen. Heute Abend oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Es gibt so eine Zange. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Fragt mich bitte nicht. Vielleicht finde ich es raus und dann werde ich das auch nennen. Und zwar, die sieht so aus, ich habe hier so einen Filzstoff ausgeschnitten und mit Heißkleber aufgeklebt. Und dieses Teil ist immer oben. Das heißt, dieses Teil wird hier am Auge ankommen, damit es nicht zerkratzt ist. Ich habe ein paar Mal gemacht ohne diesen Filz und die Augen waren zerkratzt, war ich total traurig. Und das war schon drin und du kriegst die gar nicht raus, ne? So. Filz aufgeklebt und immer, diese Filz kommt immer in Kontakt mit diesen Glasaugen. Ja. So, das heißt, ich setze jetzt erstmals, allererste setze ich immer die Nase.
Ich unterteile das so bis zur Hälfte, damit das hier Backen entstehen. Wenn ich das zusammenziehe, dann entsteht dieses Hälfte als Backen. Und ich suche die Mitte und hier kommt erstmal die Nase. Immer erstmal die Nase und nach der Nase tanzen wir dann nachher. Und zwar, ich habe hier solche Nasen, so eine kleine schwarze und so eine Dreieck. Ich weiß aber nicht, was jetzt gut aussieht. Ich probiere es einfach aus. Ich hoffe, die wird nicht zu groß sein, aber wenn wir das einziehen, ich glaube, die wird perfekt hier passen. Dann müssen wir immer gucken, dass die Augen gleichmäßig hier reingesetzt werden. Ich setze die ein bisschen auseinander, weil die ziehen sich von alleine rein. Wenn wir zu nah zueinander setzen und ziehen, dann sieht das komisch aus. Deswegen ein bisschen Luft lassen, gleichzeitig gleichmäßige Stellen aussuchen und da Augen reinsetzen. Ich setze erstmal ein Auge hier rein. Ich glaube, das wird gut aussehen. Und dann genau diese Linie. Ich zähle die Maschen nicht. Ich gucke immer so. Ich habe so einen scharfen Blick. Ich weiß ganz genau, wo das hin soll. Ich kann das ein bisschen sehen. Da sieht man, dass diese Auge würde ich ein bisschen noch nach da platzieren. So. Könnt ihr das sehen? Das ist so ein komisches Licht jetzt. Warte mal, ich mach mal. Ist alles schwarz, ne? Ich mach mal zu. Das kommt durch Tageslicht, aber ich habe keinen anderen Platz. Wo ich das noch aufnehmen kann. Vielleicht kann man das besser sehen, oder? Ja. So, ich würde das so lassen. Das heißt, als allererste, ich würde jetzt die Nase befestigen. Man kann mit diesen Zangen auch die Nase befestigen, wenn wir richtig solche festen Kappen haben. Ich habe aber so eine ganz normale Kappe, die reicht vollkommen hier aus. Und ich werde sie mit der Hand befestigen. Die sitzt fest. So, jetzt werde ich diese Kappe erstmal raufsetzen und die knackt ganz bisschen. Das heißt, die befestigt sich ganz leicht. So, damit sie nicht runterfällt. Aber das ist nicht fest. Wenn ihr das einfach so lässt, das Kind verschluckt sich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen, ich würde das so lassen, damit ich würde erstmal so lassen, ne? Diese Auge hier fest bleibt, setze ich auch diese Kappe. So, und dann nehme ich diese Zange. Und ist sehr wichtig, dass diese Kappe hier raufgelegt wird. So. So. Und diese Oberteil kommt auf Auge rein. Und hier an Spitze, nicht hier vorne, das klappt nicht, an der Spitze festdrücken, aber ganz langsam. Und dann, ihr merkt, dass es richtig leicht geht. Zack, das ist drinne. So, genauso hier. Dieses Teil geht hier meine Güte, nach unten hier. So, und das hier nach oben, da wo die Auge ist. Und wenn das hier einmal geknackt hat, muss hier auch einmal knacken. Das kann hier auch zweimal knacken. Dann sitzt eine Auge tiefer als der andere. Darauf achten. Hört mal zu. Das geht richtig einfach. Das ist ein geiles Stück. Das ist besser als eine Mascara. Für mich. So, und jetzt, ui, du Schnuckelchen. Wenn das noch so reingesetzt wird, der wird richtig pupsig sein. Pups, pupsig. So, der Tag ist gerettet. Ich habe Adrenalinschub bekommen. So, jetzt machen wir einfach nur, wie gesagt, eine Reihe unverändert 24 Festmaschen und dann machen wir das bitte zu. Zwei Festmaschenabnahme sechsmal, eine Festmaschenabnahme sechsmal und so weiter, bis wir den Kopf zu haben. Wenn wir den Kopf zu haben, ne, dann werde ich euch zeigen, wie man die Ohren annäht und wie man so ein Schwänzchen häkelt. Bis dann. So, meine Lieben, ich habe hier jetzt einmal den Kopf zu Ende gehäkelt, mit Watte aufgefüllt. So sieht mein Hase aus. Der ist ein bisschen länger als der Hase, der ganz am Anfang ich rausgestellt habe.
Ich finde diesen Körper, der ein bisschen länger ist, besser. So, und zwar, wir machen jetzt einmal das Gesicht. Dafür brauche ich ganz normalen Baumwollgarn. Ich habe so einen, der ist richtig fest. Einen schwarzen. Und möchte ich die Augen so richtig schön. Ich werde hier einmal den Faden erstmal befestigen. So, und dann gehe ich in ein Auge rein. Und dann wieder hier raus in den Mund rein. Okay, hat nicht geklappt. Machen wir nochmal, weil die Wolle so flauschig ist. Das kann rausrutschen. Und nochmal. Zieh ich fest. Dann gehe ich hier rein. Immer so mit viel Watte darunter mitnehmen, ne? Damit diese Backen entstehen. Festziehen und dann hier rein und ins Mund. Dann gehe ich nochmal. Mir reicht das nicht. Ich möchte nochmal. Und dann. Nochmal. Mir ist wichtig, dass die Augen gleichmäßig reingezogen werden. Der hat aber eine Mimik. Der ist so komisch. Aber süß. No. Ach du meine Schnückelchen. Die Backen kann man so, die Watte rausholen. So. Auf jeden Fall muss man jetzt hier festmachen, ne? Die Backen finde ich so süß. Hier muss man einen Knoten machen. So, dann würde ich hier zur Nase gehen. Ich weiß es nicht, ein Mädchen hat mir einmal gezeigt, wie man das schön machen könnte. Aber ich habe jetzt das schon vergessen. Ich gehe jetzt in die Augenbrauen rein, von hier aus. Und dann mache ich solche. Ich mag die gern groß. Ich weiß nicht, manche machen klein, ich mag die groß. Die verstecken sich sowieso. Und dann gehe ich nach oben in die Ohren rein. Und da werde ich Knoten machen, weil den Faden wird sowieso hier versteckt sein durch die Ohren. So ist eine Mimik entstanden. Sieht aber nachher anders aus, wenn die Ohren noch da sind. Schnuckelchen. Der hat aber typisch so männliches Gesicht, finde ich. Aber der ist so verwundert. Der kann immer noch nicht kapieren, was geht hier ab, Alter. Wenn wir den Faden noch haben,
Ich würde das nicht wegschmeißen, sondern ich würde einfach spontan so hin und her, nicht akkurat, weil solche Sachen, die müssen nicht akkurat sein. Die müssen so alt aussehen. Und hier so ein, wie heißt das, so ein, eine Schramme? Nein. Schramme heißt doch auch Schramme, ne? Auf Deutsch, oder nicht? So eine Wunde? Nein. Eine, ein Naht? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich mache. Es ist eigentlich egal. Ich glaube, alle Leute können sich auch ohne Sprache verstehen, wenn es um die Kreativität umgeht. Hauptsache machen und dann kapieren alle. Ist mir auch egal, was für eine Sprache wir da labert. Hauptsache, es wird was Schönes entstehen. Na, wir sind alle gleich. Man kann natürlich auch diese Striche irgendwo, keine Ahnung, hier so ein Kreuzchen machen. Ich weiß nicht, ob die Kundin das haben möchte. Mache ich nicht. Ich habe einfach nur jetzt am Bein das gemacht. So, die Ohren. Das hier verstecke ich hier drinne. Nicht abschneiden. Solche Sachen dürft ihr nicht abschneiden. Einfach nur im Ohr verstecken, sonst geht es auseinander. Das ist echt spontanes Video heute entstanden. Ich habe alles liegen lassen, Mensch. Bei mir zu Hause, ich brauche Putzfrau schon. Das muss eigentlich gründlich bei mir zu Hause sauber gemacht werden. Und ich komme nicht dazu, weil ich habe jetzt wieder einen Termin. Ich muss jetzt los. Aber ich habe ihn. 2,5 Stunden das geschafft. So, ich habe sonst immer so einen festen grauen Garn. Momentan finde ich das komischerweise nicht. Deswegen, ich habe irgendwas, was an der Seite hier bei mir lag, auch Baumwolle, richtig fest. Hauptsache, es ist fest und so ähnlich aussieht. Ich weiß nicht, was das für ein Garn ist. Das ist aber Baumwolle. Baumwolle kriegst du das nicht einfach so wie Himalaya zerrissen. Und das muss auf jeden Fall nicht mit Himalaya angenäht werden, ne? Sonst hat keinen Sinn. Das wird zerrissen. So, ich hoffe, ich kann das euch zeigen. Ihr nehmt diesen Ohr, macht ihn so fest. Ich gehe ihn rein, damit der Knoten dort sich versteckt. Und dann mache ich ein paar Striche. So. Ehrlich gesagt, ich habe auch den weißen Garn schon mal genommen. Und dann sieht man den nicht. Der versteckt sich innen drin. Dann suche ich hier die Mitte. Ich zeige erstmal so, ne, die Arbeit hier. Und dann zeige ich den ganzen Hasen. Suche ich einfach den Punkt, so ein Kreis hier. Setze ich den Ohr drauf und nähe ich das am Kopf an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn ich hier drin bin, gehe ich wieder ins Ohr rein. Und dann ziehe ich das fest. Dann gehe ich wieder in den Kopf rein und komme hier im Kopf raus. Und dann gehe ich wieder ins Ohr rein. Und dann genauso weiter. Das ist mir jetzt wirklich ganz schwierig zu zeigen, aber ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und immer anziehen.
Glaubt mir, das steht von alleine. So. So, der steht alleine schon. Das finde ich sogar süßer. Das ist aber immer unterschiedlich, ne? Ich finde auch die hängende Ohren total süß. Und ich finde, aber ich mag diese stehende lieber. Und dann machen wir eine Reihe noch zurück, genauso. Hauptsache, es ist fest. Drum herum. So, wenn wir das gemacht haben, nicht abreißen den Faden, gehen wir wieder hier rein. Dann nehmen wir den anderen Ohr, legen das zusammen, platzieren das daneben, so. Richtig daneben. Und ich sehe schon, dass ich jetzt hier hinten muss. So. Und ich habe jetzt richtig, da muss ich da hinten rein. So. Und mache ich das genauso. Ich gehe ins Kopf rein. Und dann wieder hier ins Ohr. Aber bitte an beiden Seiten anpacken. So. Und hin und her, solange dieser genauso angenäht ist wie der. Wenn das hier angenäht ist, ich lege das immer zusammen und dann mache ich noch ein paar Stiche durch die beiden Ohren und befestige das fest. Und dann stehen die. Wollt ihr oder nicht, die werden stehen. Und das sieht süß aus. So, ich mache das zu Ende, okay? So, meine Lieben, da. Das sind die Ohren, die ihr so gerne haben wollt. Vorne, hinten. Und die werden nicht fallen. Ich werde ihn auf jeden Fall eine Schleife noch in Blau binden. Das möchte ich, weil der ist mir zu nackig. Ich bin dran gar nicht gewohnt. Irgendwie. Oder ein paar Striche oder keine Ahnung. Irgendwas oder so ein Bauchnabel kann man so durchziehen. Ist auch hübsch. Wir machen jetzt einen Schwanz. Ich würde bei diesen Hasen Schwanz ein bisschen größer machen als normal, damit es so richtig auffällt. Das ist doch ein Mann, oder? So, wo habe ich jetzt mein Garn? Oh, warte mal. Guckt mal, das ist alles, was von einem Knäuel geblieben ist. Das heißt, es reicht, ein Knäuel vollkommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich häkle ein bisschen fester als alle anderen. Ne? Schwanz. Amigurumi-Ring. Mit, ich würde sagen, 8 Festmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann verdoppeln wir das alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7 und die 8. Wir haben jetzt 16. Und jetzt mache ich eine Reihe nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, meine Güte. 16, 17, 18. So, jetzt würde ich das zumachen. Einfach nur alle zwei. Eins, zwei. 3,
4, 5, 6, 7, 8. So, ich lasse jetzt längeren Faden, wollte ich sagen, Nadel, längeren Faden lasse ich und ich will damit auch annähen. Ein bisschen Watte rein. Ja, wie immer, keine Watte dabei. So, aber ich habe hier Reste von meiner Himalaya, die ich geschnitten habe. Und die stecke ich da rein. Das ist egal. So. Und die Nadel. Ich habe hier Kühlschrank, der macht so heute komische laute Geräusche. So. Dann nehme ich meinen Mann hier und der hat so einen richtig großen, hübschen Schwanz, finde ich. Das ist besser als wenn ich hatte mal davor kleinere gemacht und wenn er schon nichts anhat, dann muss der Schwanz zu sehen sein. So. Und dann mache ich einfach nur so annähen. Einmal hier, einmal da. Und so weiter. Ja? Ich werde das nicht unbedingt hier zeigen, weil dann werde ich ihn schief annähen. Ich muss das auf den Schoß nehmen. Wir nähen das einfach an und dann ist unser Hase fertig. So Mädels, so sieht mein Hase aus. Die Ohren stehen, das ist das, was ihr unbedingt haben wolltet. Das habe ich auch, glaube ich, für euch nicht gemacht. Ich hatte das nur auf Russisch, ne? Naja, jetzt habt ihr das auch. So, so sieht er von vorne aus, von hinten sieht er so aus. Und ja, dann viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!